Veranstaltungen wurde von 163 in der Saison 2011-2012 auf 154 reduziert. Die Gesamtbesucherzahl bei Eigenveranstaltungen stieg trotz dieser Reduktion von 36.109 in der Vorsaison auf 37.043. Die Auslastung der Eigenveranstaltungen ist demgemäß markant gestiegen, nämlich von 76,8% auf 80,1%. In den Abonnementverkäufen, auch da kann sich der positive Trend sehr, sehr merklich verzeichnen, von 2.814 in der Saison 11-12 auf 2.943. Die genannten Zahlen finden Sie selbstverständlich auch in den Unterlagen wieder. Ich freue mich, dass sich auch hier ein gutes Ergebnis ankündigt und werte das als Indiz dafür, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Und ich übergebe nun das Wort an Brigitte Fürle, die als obliegt, diesen Weg ab der Saison 2013-2014 weiter zu beschreiben. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind, angereist sind. Ich freue mich besonders, unsere internationalen Gäste, Herr Mottier ist gestern Abend angekommen, ebenso Limi Bonifacio aus Neuseeland. Ja, ich habe Sie heute hier eingeladen auf die große Bühne dieses Hauses, um Ihnen mein erstes Programm vorzustellen. Für mich ist ja die Bühne eines Theaters immer so etwas wie das Herzstück. Und das Programm, das wir Ihnen vorstellen, ist natürlich hauptsächlich für diese große Bühne gemacht, für dieses Haus, das eben kein Festival ist, kein Repertoirehaus, sondern wie ich meine, doch ein bemerkenswertes und einzigartiges künstlerisches Zuhause für Kompanien, aber auch für Artists in Residence, für die Nachwuchskünstler, für die Communities und für das Publikum. Und ich denke, wir können dieses Haus bereits mit seiner Geschichte in der Vergangenheit jetzt schon vergleichen und auch mit der Zukunft als vielleicht ein Zukunftsmodell für eine Präsentation von Arbeiten, die man vergleichen kann, auch einem Theater wie dem Théâtre de la Ville in Paris. Das sind Häuser mit Saisoncharakter, wo man über die Saison die Bandbreite zum Beispiel der internationalen Tanzgeschehnisse verfolgen kann. Das ist etwas, was man im deutschsprachigen Raum lange suchen kann. Und die Künstler, die hierher kommen, und diese Erlebnisse habe ich bereits in den Monaten, in denen ich hier jetzt auch bereits arbeite, mehrfach von den Künstlern auch erfahren. Die Künstler finden hier ein Zuhause eines Theaters mit Zeit und Raum für ihre Arbeit. Und ich denke, man kann hier wirklich Außergewöhnliches realisieren. Und insofern ist es vielleicht der Moment, gleich mit der außergewöhnlichsten Produktion in die Saisoneröffnung Ihnen diese vorzustellen. Es ist ein Projekt von Alain Platel, das er für das Teatro Real realisiert hat. Das Projekt heißt Curls und bezieht sich auf seine Spielform von den Worten Herzen und Chöre. Ich werde jetzt gleich Gelegenheit haben, mit Herrn Mottier über dieses Projekt zu sprechen, das wir in einer wirklich bemerkenswerten Gastspielkooperation hier realisieren werden. Aber es ist nicht nur eine Gastspielkooperation, wir werden das Residenzorchester dieses Theaters, das Tonkünstlerorchester Niederösterreich, mit dem Chor des Teatro Real Madrid, mit der Compagnie C de la B von Alain Platel hier in einem Probenprozess zu einem wirklich bemerkenswerten Gastspiel bringen. Und vielleicht vorab, vor unserem Gespräch, darf ich Ihnen einen Videoausschnitt präsentieren und dann werden wir mit Herrn Mottier über dieses Projekt sprechen. Bitte Video ab.